Hallo Leute und herzlich willkommen zu Body and Maske. Bam! Heute kommen wir zur zweiten Serie, zur zweiten Folge unserer Ernährungsgrundlagen. In der ersten Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr hier reinklicken. Im ersten Video haben wir darüber gesprochen, über die Kalorien. Wir haben gesagt, Kalorienzufuhr, die Energiebilanz und wie schnell man zunimmt, das sind so die Grundlagen des Muskelaufbaus oder eben der Diät. Wenn man das nicht verstanden hat, dann auf jeden Fall nochmal das Video angucken, sich da ein bisschen einarbeiten, denn das ist die Grundlage. Ja, ich sage jetzt mal, ungefähr 70% eures Erfolgs kommt über die Kalorienzufuhr. Okay, das müsst ihr verstehen. Jetzt kommen wir zu Part 2. Jetzt kommen wir langsam so mehr in die Kleinigkeiten. Ja? Zweite Sache, die ganz wichtig für euch ist, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, das sind die Makronährstoffe. Und wir sprechen heute in diesem Video über die Verteilung, das heißt, wie wir diese Makronährstoffe verteilen. Wieso sind Makronährstoffe wichtig, dass man das jetzt einhält? Also, was sind die Aufgaben der verschiedenen Makronährstoffe? Ganz kurz zusammengefasst. Und wie viele Ballaststoffe sollten wir zu uns nehmen? Okay, wir gucken uns mal ganz kurz an unsere Pyramide zum Verständnis, wie wichtig jetzt dieses Video ist für euch, dieses Thema. Gut, und jetzt geht es um das zweite Thema und hier geht es um die Makronährstoffe, wie wir sie verteilen wollen und die Ballaststoffe. Und ihr seht hier, wenn wir uns die ganze Pyramide uns angucken, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Das macht, also ich sage jetzt mal, dieses Thema und Kalorienzufuhr, das macht 90% schon mal aus. Und danach kommen noch die anderen auch wichtigen Sachen. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht wichtig sind, aber eben nicht so einflussreichen Themen, Faktoren, die unseren Muskelaufbau beeinflussen oder unsere Fortschritte. So, dann starten wir mal. Also, zuallererst müssen wir wissen, für die kompletten Anfänger, was sind überhaupt Makronährstoffe? Makronährstoffe, wir haben drei Hauptmakronährstoffe: Protein, Kohlenhydrate, Fett. Protein, auch anders genannt Eiweiß. So, schauen wir uns mal an. Protein hat, 1 Gramm Protein enthält 4 Kilokalorien. 1 Gramm Kohlenhydrate enthält ebenfalls 4 Kilokalorien. Ihr seht schon mal hier, auch wird ja irgendwie Kohlenhydrate als Bösewicht angesehen für die Gewichtszunahme. Das ist aber zu kurz gedacht, denn von der Kalorienwert haben beide die gleichen Kalorien. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Und deswegen ist auch wichtig, Makronährstoffe zu zählen für uns Sportler, nicht nur Kalorien. Denn Eiweiß hat eine andere Funktion wie Kohlenhydrate, Kohlenhydrate hat eine andere Funktion wie Fett. Das unterscheidet sich natürlich. Schauen wir uns mal das Protein an. Protein kommt vom griechischen Wort Protos und steht für das Einzigste, das Erste. Das sagt schon viel aus, denn Protein ist ein essentieller Nährstoff. Das heißt, wir können es selber nicht herstellen. Wir müssen es jeden Tag zuführen. Und ist die Bilanz negativ, das heißt, unser Körper verbraucht mehr Eiweiß, als dass er aufnehmen kann, ja, als dass er bekommt, dann können wir auf keinen Fall Muskeln aufbauen. Das ist ausgeschlossen. Egal wie viel man an Kalorien isst, wir werden fett, aber wir werden nicht muskulös. Deswegen Eiweiß ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Bedarf decken. Umgekehrt, wenn man jetzt zu viel Eiweiß isst, ist es nicht unbedingt besser. Man muss schon wissen, wie viel Eiweiß man braucht und wie viel Kohlenhydrate und Fett man braucht. Das ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Deswegen kann man sich nicht alles so pauschalisieren. So, und Proteine haben natürlich auch eine wichtige Funktion im Körper, neben dem Muskelaufbau. Sie bauen Zellen im Körper auf, sie bauen Haut, Haare, Nägel und etc. auf. Also das ganze, unser ganzes Wesen würde nicht da sein ohne Protein, es geht nicht. Ja? So wichtig ist es. Dann ist es auch so, Eiweiß ist sehr wichtig für die Sättigung. Man weiß zum Beispiel, das ist ein bisschen, ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail rein,
Eiweiß schüttet, man hat rausgefunden, Eiweiß schüttet Insulin aus, zum Beispiel Whey-Protein schüttet Insulin aus und das führt für eine bessere Sättigung. Ja? Und jetzt werden sich vielleicht manche von euch fragen, hä, Eiweiß schüttet Insulin aus, das Insulin ist doch, es wird doch mit Kohlenhydraten ausgeschüttet. Nein, Kohlenhydrate schütten auch Insulin aus, aber eben nicht so stark wie Eiweiß und die Kombination von beiden ergibt dann eine noch stärkere Insulinausschüttung. Und Insulin ist in diesem Fall gut, weil es uns sättigt. Ja? Und deswegen ist Eiweiß sättigend, aus diesem Grund. Und der zweite Grund ist auch der, ein zweiter Grund, wieso Eiweiß so wichtig ist, oder der Unterschied, sagen wir mal so, Eiweiß wird anders oder wird bei der Verdauung, braucht der Körper mehr Energie, um das Eiweiß zu verdauen und verbraucht mehr Wärme dabei. Also wird, es wird mehr Wärme freigesetzt. Ein Beispiel, ihr nehmt 100 Kalorien in Form von Eiweiß auf, zu euch. Das sind 25 Gramm Eiweiß. Von diesen 100 Kalorien werden ungefähr 25% in Wärme verbraucht. Ja, bei der Verdauung. Und bei Kohlenhydrat ist es ungefähr 9% und bei Fett nur 1%. Ihr seht also, Eiweiß hat auch einen thermogenetischen Effekt, also einen höheren erhöhte Thermogenese, stärker als Kohlenhydrate und Fette. Ja? Gut. Also, Nummer 1, das Protein. Nummer 2, die Kohlenhydrate. Ihr müsst eine Sache wissen über Kohlenhydrate. Der Körper bevorzugt Kohlenhydrate als Energielieferant, bevor er Fett nimmt. Das ist wie wenn ich euch fragen würde, was nimmt ihr lieber? Trinkst du lieber Wasser oder trinkst du lieber einen Kaffee? Und du sagst, morgens trinke ich lieber einen Kaffee. Und so ist der Körper auch. Wenn er die Wahl hat, dann nimmt er die Kohlenhydrate, nicht das Fett. Klar, es sind keine Kohlenhydrate im Körper drin, also wir machen eine komplette Low-Carb-Ernährung. Dann wird der Körper natürlich anteilsmäßig mehr Fett verwerten. Gibt euren Körper viele Kohlenhydrate, dann verwertet er mehr Kohlenhydrate. Ihr müsst wissen, Kohlenhydrate, das ist der Brennstoff Nummer 1. Und es ist sehr, sehr wichtig in der Aufbauphase, dass wir genügend Kohlenhydrate essen, um Kraft aufzubauen, um zu regenerieren, um Wasser in die Muskulatur einzulagern, einen besseren Hebel, eine bessere Muskelproteinsynthese hervorzurufen, also sprich einen besseren Muskelaufbau hervorzurufen. Kohlenhydrate sind essentiell, ganz einfach. Man kann natürlich auch ohne Kohlenhydrate aufbauen, aber eben nicht so effektiv. Das ist Punkt, das ist einfach Fakt. Ja? Für die Low Carb Fanatiker, ich kann einfach eins sagen, ich habe früher auch Low Carb praktiziert und es hat Vorteile, es hat Nachteile, aber seit ich eben umgeswitcht bin auf eine kohlenhydratreichere Ernährung, etwas weniger Fett und weniger Eiweiß als davor, habe ich viel, viel, viel bessere Erfolge. Und nicht nur ich, sondern auch viele hunderte von meinen Leuten, die ich betreut habe in den letzten Jahren. So, natürlich gibt es da auch Unterschiede. Der eine kann eine Diät machen mit, sagen wir, 400 Gramm Kohlenhydrate, was relativ viel ist, finde ich. Und der nächste kann halt eben nur mit 150 Gramm Kohlenhydrate eine Diät machen. Das ist unterschiedlich. Und der nächste muss eine ketogene Ernährung machen, weil er einfach nicht mehr mit dem Gewicht runterkommt. Da gibt es Unterschiede, klar. Aber allgemein kann man sagen, Kohlenhydrate ist Energielieferant Nummer 1 für den Körper. Vor allem beim Training, vor allem wenn wir auch denken. Ja, ihr wisst, unser Gehirn braucht 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag ungefähr. Und wenn ihr viel lernen müsst, zum Beispiel für eine Prüfung, braucht ihr noch viel mehr. Ja. Also unser Gehirn liebt Zucker. So, gut. So viel zu den Kohlenhydraten. Ja. Es gibt noch viele andere Sachen, die man darüber sagen kann. Das kommt bestimmt noch in den nächsten Videos. Mir geht es mal nur um die Grundlage, sonst wird das Video auch viel zu lang. Kommen wir zum Fett. Fette, 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien. Ja?
Und Fette sind so wie die Proteine eben essentiell. Das heißt, wir müssen sie, die essentiellen Fette, zuführen. Der Körper kann sie nicht selber herstellen. Okay? Und Fett hat eben auch einen gewissen Sättigungsgrad. Es schüttet natürlich nicht so viel Insulin aus wie jetzt Protein oder Kohlenhydrate. Aber ihr müsst wissen, dass wenn man Fett isst, die Aufnahme oder die Verdauung, sage ich mal, verlangsamt wird. Ja? Also die Energie, die man zuführt, wird langsamer vom Körper abgearbeitet. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kohlenhydratreiche Mahlzeit esse mit ein bisschen Fett, dann bin ich längere Zeit satt, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur Kohlenhydrate ohne Fett essen würde. Auch aus diesen Gründen sind Kohlenhydrate wichtig, Fett wichtig. Und Fett, weiß man, mit Fett kann man bildet der Körper Hormone. Ja. Wenn ihr zu wenig Fett nimmt, auf lange Sicht gesehen ist das schlecht. Zum Beispiel bei Männern, ihr habt eine schlechteren Testosteronproduktion im Körper. Vor allem für die Leute, die eine Wettkampfdiät machen mit extrem wenig Fett, die werden das merken. Ja. Bei mir war das genauso, wenn ich jetzt mit Fett zu lange unten war, dann habe ich einfach gemerkt, dass der Testospiegel ging runter. Daher ist es auch da wichtig, dass man beim Fetten nicht zu viel spart. Die richtige Menge ist entscheidend. Jetzt mache ich euch mal ein Beispiel. Noch eine Sache. Ballaststoffe ist ja auch noch ein Thema. Ballaststoffe sind verdauliche, lösliche, unlösliche Ballaststoffe, sind verdauliche, unverdauliche Kohlenhydrate. Haben aber nicht den gleichen Wert wie Kohlenhydrate. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 1 Gramm Ballaststoff hat ungefähr 2,3 Kilokalorien. Muss ich nochmal nachschauen. Verzeiht mir da. So, und wie viel Ballaststoffe sollten wir am Tag zu uns nehmen? Wir sollten 10 bis 15 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien Aufnahme zu uns nehmen. Zum Beispiel, ihr esst 3000 Kalorien, dann solltet ihr mindestens 30 Gramm Ballaststoffe essen. Oder ihr rechnet so, in der Aufbauphase zum Beispiel, ihr nehmt maximal 20% eurer Kohlenhydratgehalt, nehmt ihr in Form von, davon nehmt ihr dann die Ballaststoffe. Als Beispiel, ihr esst 400 Gramm Kohlenhydrat am Tag, 20% davon ist der maximale Wert an Ballaststoffen, dann dürft ihr maximal 80 Gramm Ballaststoffe am Tag essen. Mehr ist nicht gut, weil zu viel Ballaststoffe wiederum führen erstmal zu Problemen mit der Verdauung, also wenn man zu viel davon zu sich nimmt, und man verwertet nicht mehr so gut die Nährstoffe. Ja, ein Teil davon wird gar nicht mehr richtig aufgenommen, also zum Beispiel jetzt Vitamine. Und genau, um Ballaststoffe natürlich zu erreichen, ganz, ganz wichtig, Leute, Obst und Gemüse jeden Tag. Esst auch natürlich so vollwertige Nahrung, wo Ballaststoffe drin sind, wie gesagt, Haferflocken ist gut, Vollkornprodukte sind gut, also auch Getreideprodukte. Und wie gesagt, Gemüse und Obst, dann habt ihr genügend Ballaststoffe drin. Ja. Mein Credo, meine Meinung ist die, man soll jeden Tag Gemüse und Obst essen. Sag ich mal ungefähr 70-80% unverarbeitete Nahrungsmittel. Und den Rest der Kalorien kann man sich ja, sag ich jetzt mal, aus nicht so gesundem Zeug rausholen, also verarbeiteten Nahrungsmitteln. Ja. Zu diesem Thema kommen auch noch Videos. So, gut, jetzt machen wir ein Beispiel. Also, sagen wir mal, ihr seid im Aufbau. Ich nehme mal hier die Kamera ran, dann könnt ihr es besser sehen. So, also sagen wir mal, ihr seid im Aufbau. Wir haben ja in dem letzten Video gesagt, das Beispiel, 3000 Kalorien bei 70 Kilo, haben wir mal ungefähr ausgerechnet. Genau, also haben wir hier im Aufbau, sollte man Protein zwischen 1,8 und 2,2 Gramm nehmen. Dann Fette zwischen 15 und 25%. Manche benutzen auch Gramm, also sagen zum Beispiel 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Würde auch gehen. Ich habe jetzt mal Prozente genommen. Es kommt meistens ungefähr das gleiche raus. Und
der Rest der Kalorien kommt von den Kohlenhydraten. Und das Beispiel ist jetzt so, unser Sportler hat hier 70 Kilogramm Gewicht, will aufbauen. Wir nehmen 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, dann hat er 140 Gramm Eiweiß. Das sind 560 Kalorien. Dann nehmen wir 25% Fett, habe ich jetzt einfach mal so ausgesucht. Das sind dann 83 Gramm Fett, das sind 750 Kalorien. So, 750 plus 560, abgezogen die 3000, dann haben wir noch 1700 Kalorien übrig. Ja, für die Kohlenhydrate, geteilt durch 4, 1 Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kalorien, ergibt 425 Gramm Kohlenhydrate. Und so würde ich jetzt zum Beispiel anfangen, die Makronährstoffe zu geben. Also würde ich sagen, okay, du willst aufbauen, also fangen wir mit 140 Gramm Kohlenhydrate an, 83 Gramm Fett, 425 Gramm Kohlenhydrate und ja, 83 Gramm Fett, habe ich richtig gesagt. Man kann natürlich dann auch Bereiche angeben und sagen, du isst zwischen 400 Gramm und 450 Gramm Kohlenhydrate. Das mache ich nämlich oft, vor allem für die Leute, die noch nie Makronährstoffe gezählt haben, dann ist es ein bisschen einfacher, das Ganze einzuhalten. So, Beispiel Nummer 1, Aufbau. Beispiel Nummer 2 wäre jetzt hier die Diät. Da würde ich jetzt im Gegensatz zum Aufbau mit dem Eiweiß ein bisschen höher gehen, aber nicht übertrieben. Also 2 bis 2,5 Gramm, das hängt natürlich auch davon ab, was für eine Diät das werden soll. Ob es eine Wettkampfdiät wird oder einfach nur so eine Bikini-Sommerfigur-Diät, wo man einfach am Strand sein möchte und einfach gut aussehen möchte. Da variiert es natürlich dann wiederum. So. Jetzt nehmen wir hier mal ein Beispiel. Wir gehen mit dem Eiweiß auf 2,5 Gramm hoch. Bei 70 Kilo wären das 175 Gramm Eiweiß. Das entspricht 700 Kalorien. Dann haben wir hier unten das Fett. Dann gehen wir von 25% Fett auf 20% runter. 20% von 2000 Kalorien sind 400 Kalorien. Geteilt durch 9 sind 45 Gramm Fett. Und jetzt rechnen wir wieder zusammen 400 Kalorien vom Fett plus 700 Kalorien von Eiweiß sind 1100 Kalorien. Das heißt, wir haben noch 900 Kalorien übrig. Das bedeutet, 900 Kalorien durch 4 entspricht 225 Gramm Kohlenhydrate. Das ist tatsächlich vom Fett etwas niedrig. Wenn man jetzt nach der Rechnung gehen würde, die viele auch nehmen, zum Beispiel jetzt 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Bei 70 Kilo wären es dann 56 Gramm Fett. Ja, also ein bisschen mehr. 11 Gramm mehr. Dementsprechend wäre dann der Kohlenhydrat, die Kohlenhydratzufuhr ein bisschen geringer. Oder man kann auch so sehen, man geht nur auf 2 Gramm Eiweiß und hätte dementsprechend dann 35 Gramm, hätte man noch 140 Kalorien zusätzlich, ja, weil man ja eben nur 2 Gramm Eiweiß isst, statt 2,5. Und dementsprechend könnte man mehr Kohlenhydrate und Fett essen. Das ist natürlich dann Geschmackssache. Ja, Leute, das ist Geschmackssache. Ich habe viel experimentiert in der Vergangenheit, an mir selber, an anderen Leuten. Manche essen einfach zum Beispiel gerne Fett und fühlen sich gut dabei und haben Energie dabei. Dann würde ich dann eben eine Ernährung raten, wo ein bisschen mehr Fett und ein bisschen weniger Kohlenhydrate drin sind. Oder andere merken einfach, sie lieben Kohlenhydrate und können sehr fettarm essen. Da kann man das auch so machen, dass man eben mehr Kohlenhydrate isst, vielleicht ein bisschen weniger Eiweiß dafür und dafür ein bisschen weniger Fett. Eine andere Sache noch, was mir jetzt einfällt, wenn man sowas macht mit der Verteilung, dann sollte man das mindestens 2 Wochen mal testen, sich angucken im Spiegel, sich auch mal wiegen und gucken, wie das Ganze sich verhält. Ja, das ist mal nur eine Beispielrechnung gewesen, Leute. Ich würde euch immer noch raten, wenn ihr es wirklich ernst meint, holt euch einen Coach,
der sowas eben macht, der eine flexible Ernährung betreibt, der euch Makronährstoffe berechnen kann und der das euch auch ein bisschen, sag ich mal, folgt und euch hilft für den Anfang. Für die Leute, die natürlich schon einen Coach haben und er macht das nicht, er gibt euch irgendeinen Ernährungsplan, den ihr dann strikt befolgen müsst, wo ihr alle 3 Stunden dann Brot und Reis essen müsst, habe ich auch schon Leute gesehen, die kommen dann zu mir und fragen mich, ja, Walle, was soll ich denn essen und so weiter. Mein Coach hat mir hier einen Ernährungsplan gegeben, ich soll jeden Tag 500 Gramm Fisch essen. Da frage ich dir mal als allererstes eben, wie viel Kalorien isst du am Tag? Keine Ahnung. Okay, wie viel Eiweiß isst du am Tag? Ich nehme kein Eiweiß zu mir. Nee, nicht Eiweißpulver. Wie viel Eiweiß isst du am Tag? Keine Ahnung. So funktioniert es nicht. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Ihr müsst wissen, was ihr tut. Denn Wissen ist Macht. So. Ihr müsst wissen, wie viel Kalorien am Tag zu euch nehmt. Dann müsst ihr wissen, wie viel Makronährstoff ihr am Tag zu euch nimmt. Und dann seht ihr, wie dieses Verhalten, diese Zufuhr an Nährstoffen euren Körper verändert oder eben nicht. Und dementsprechend könnt ihr dann Anpassungen machen. Und das ist das Genaueste, was es gibt, wenn man ganz genau weiß, was man macht. Und dementsprechend sieht man auch die Ergebnisse. Gut, ich hoffe, ich konnte ein bisschen da Klarheit reinschaffen, wie ich es vorgehe mit Makronährstoffen, wie ich das verteile, wieso Makronährstoffe wichtig sind, dass wir sie zählen. Ich zähle sie mit einer App. Dazu werde ich euch nochmal ein Video zeigen, mit welcher App ich das mache und ein paar Tipps dazu, wie man ganz einfach mal mit diesen Themen beginnen kann. Denn da gibt es ein paar Tricks. Man kann jetzt natürlich nicht von Anfang an alles richtig machen. Ja? Jeder macht Fehler. So Leute, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Es war nicht zu langweilig für euch. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach in den Kommentaren reinschreiben und ich beantworte sie für euch. Und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bam! Body and Muscle. Yeah!